Vielleicht kann man da anfangen. Ne? Es gibt jetzt auch so viele AI-Artists auf einmal. Ne? Also auch teilweise Leute, die haben vorher nicht viel Ahnung von Gestaltung gehabt. Und auf einmal können sie Bilder erzeugen und nennen sich AI-Artists. Aber es gab, also der eigentliche große technische Sprung, der war ja schon vor ein paar Jahren. Aber es ist einfach seit letztem Jahr, Mitte letzten Jahres ungefähr, dass quasi diese Sachen eingeflossen sind in nutzbare Tools, die jeder benutzen kann. Aus meiner Perspektive hat sich nicht viel geändert. Die Ergebnisse sind einfach nur krasser. So. Okay. Und das heißt halt aber, ich kann jetzt mit viel mehr Leuten viel mehr im Detail sprechen, als das vor 10 Jahren konnte oder vor fünf. Vor vier. Hi, ich bin Ronny Schmidt. Ich arbeite als 3D-Director beim Studio Colors in the Kids in Berlin. Und eigentlich, was man bis jetzt sagen kann, für die echte Produktion, ne, also wirklich so für das, was das Premium glänzende Bild am Ende ist, das ist es noch nicht. Dafür ist es aktuell noch viel zu unkontrollierbar. Ich bin so eine Mischung aus Dozent, Gestalter und auch Künstler. Ich bin da so reingerutscht. Man ist schon immer so ein bisschen der Weirdo. So, und ach so, ach du hast das gemacht, ah ja, cool. Und die meisten sehen das halt als Blackbox, was man da macht so. I'm a producer, I'm also a curator, you know, and I'm also a performing art programmer. So as if, you know, the artists use artificial intelligence to go further, it's okay. But if it's just to make a thing easy, you know, I don't think it's interesting. Also was auf jeden Fall schön ist, ich fange erstmal mit dem Positiven an, ist halt, man hat eine Idee und kriegt das relativ schnell auf den Punkt, dass die Idee visuell oder funktional auf einem hohen Niveau ankommt. Also ich komme schneller zum Ergebnis, das ist schon mal klar. Mittlerweile können irgendwie zwei, drei Leute mit okayen Gaming-Rechnern wahnsinnig hohe Qualität produzieren. Und das ist eigentlich an sich erstmal toll. Genauso wird es jetzt hiermit sein, dass eben Leute mit deutlich weniger auch Kapital fantastische Sachen machen können. Das ist natürlich erstmal gut, ne? Aber klar, am Ende dann eben abhängig sind von großen Firmen, die das anbieten. We have still now a total acceleration, you know, and the problem is that this acceleration will not provide a sense at all, you know. So, and I think it's important that we mind the idea of a classic piece that could be a sort of reference, you know. Ich bin da so ein bisschen 50-50, würde ich sagen. Also ich persönlich zähle mich schon so eher so zu den Technologieoptimisten. Sicher nicht 100%. Also natürlich ist da ein gewisses Risiko. Das ist ja auch genug gerade diskutiert in den Medien. Risiken, die damit verbunden sind. Ich glaube, wenn man jetzt so ganz starr sein Jobbild vor sich hat und auch denkt, das bleibt so, nee, ich glaube nicht. So, also wir werden uns da alle schon ein bisschen mit anpassen müssen. Symbiotic aspect, you know, could still appear next time in the future, you know, but it requires a good concept, a good machine, and of course a good artist. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft so fokussieren sollten, was sind eigentlich die echten Probleme, die wir gerade haben. So. Also sprich Klimawandel, die soziale Schere, das sind Sachen, die sind relevant. Und die Frage ist, kann KI da einen relevanten Beitrag zu leisten? Oder ist es einfach nur noch ein krasseres Gadget, um irgendwas, ein bunteres Bild zu erzeugen?